Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting, Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwickler. Und in diesem Video möchte ich einmal ganz kurz ein paar Worte darüber verlieren, warum Content macht, Werbemacht in der Regel immer dann schlägt, wenn du komplexe Dienstleistungen und Produkte verkaufst mit durchschnittlich hohen Margen und gleichzeitig relativ langen Sales-Zyklen. Also es gibt ja einige da draußen, Coaches und Consultants, die proklamieren, die sagen, ja natürlich, jetzt fängt jemand zum Rasenmähen an, alles klar, ich mache mal kurz die Fenster zu. Das ist natürlich immer so, in der Minute, wo ich was machen möchte, fängt jemand zum Rasenmähen an. Also, es gibt ja einige Coaches und Consultants da draußen, die sagen, mach bezahlte Werbeanzeigen, denn da hast du Stoff, ja, da kannst du auf Knopfdruck Kunden gewinnen, Neukunden gewinnen, etc. pp. Okay, dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, Content macht schlägt Werbemacht. Und zwar immer. Ja, da habe ich jetzt auch unlängst ein paar Videos dazu hochgeladen, da habe ich dann auch ein paar böse Kommentare bekommen, ja, weil Content ewig dauert und so weiter und so weiter. Ja. Und wer von diesen beiden Fraktionen an Coaches und Consultants da draußen hat jetzt recht, ja, oder Experten? Ich kann gleich mal vorwegnehmen, beide haben recht. Ja, beide haben recht. Es kommt nämlich immer auf die individuelle Situation an. Ja, also, wer sind deine Kunden und was willst du denen bieten? Ja, oder was hast du denen zu bieten? Es ist immer das gleiche banale Spiel zwischen, hier gibt es einen Markt, der hat einen Bedarf, ein Problem, das er lösen möchte, einen Schmerz, den er killen möchte, oder ein Wunschszenario, wo er gerne hin möchte, also quasi irgendwelche Freude erlangen. Manchmal ist es aber auch beides. Ne? Er möchte letztendlich die Freude erlangen, den Schmerz loszuwerden. Also im Grunde ist es eigentlich immer beides. Und die andere Seite ist, okay, was hast du in deinem Portfolio? Was ist dein Skill? Ja, was ist deine Expertise? Ja, was sind deine Kapazitäten? Und was ist dein Know-how letztendlich? Okay, also hier Problem lösen, Probleme, die gelöst werden müssen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Portfolio ist eine Kombination aus Kapazität und Know-how. Okay? Und das ist immer das Gleiche letztendlich. Bei jeder Dienstleistung da draußen völlig egal. Ja? Selbst bei Produkten, kann man so sagen, ist es ja letztendlich auch nichts anderes. Ja? Produkte sind letztendlich häufig auch nur gewisse Dienstleistungen verpackt in standardisierte Schablonen oder sogenannten Konserven. Ja? Selbst ein Auto, möchtest du jetzt wohl sagen, ja, ein Auto ist doch ein Produkt. Ja, aber letztendlich ist es ja auch eine Dienstleistung, dieses Auto zusammenzubauen. Nur haben wir es halt quasi so stark standardisiert am Fließband, dass wir es nicht mehr als Dienstleistung erkennen, sondern als Produkt. Sobald du aber sagst, okay, ich möchte jetzt hier den AMG, Mercedes, hier Spoiler tiefer, besonderer Auspuff, 500 PS mehr und so weiter, ist es ja schon wieder eine Dienstleistung und nicht mehr nur noch ein Produkt. So gesehen ist letztendlich alles eine Dienstleistung da draußen. Ja? Aber das nur mal so nebenbei bemerkt. Okay, also, nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben diese Coaches und Consultants, die sagen, ja, ich bin der beste Coach da draußen bezüglich Neukundengewinnung auf der ganzen Welt und ich weiß, dass auf Knopfdruck Kundengewinn geht nur über bezahlte Werbeanzeigen, daher folgedessen sind bezahlte Werbeanzeigen das Geilste, was es auf der Welt gibt. Dann gibt es die anderen Coaching Consultants, ebenso klug und groß und mächtig und sagen, okay, es sind organischer Content, damit schlägst du immer die bezahlten Werbeanzeigen und zwar langfristig schlägst du die damit. Und ich muss sagen, beide haben recht. Das heißt, wenn du natürlich auf der einen Seite hier sowas anbietest, also mal angenommen, du bist ein Coach oder ein Consultant und deine Zielgruppe sind ebenfalls Coaches und Consultants, die letztendlich gewisse Produkte und Dienstleistungen anbieten, die A, sehr kurze Sales-Zyklen haben, also du arbeitest ja teilweise da, auch bei Agenturen mittlerweile haben die dann als Kunden, wo die teilweise mit Vorauszahlungen arbeiten, sogenannten Setup-Gebühren, das nichts anderes sind wie versteckte Vorauszahlungen. Ja? Okay, wenn ich also jetzt einen Kunden gewinne, also wenn ich jetzt eine Werbeanzeige schalte, ja, bezahlte Werbeanzeige, nehme Geld in die Hand und bezahle Facebook, Google, LinkedIn und bis zum Zeitpunkt, wo ich den Kunden abschließe, ja,
sagen wir mal, ein Zeitfenster vergeht von nur wenigen Tagen oder Wochen. Und dann von dem Punkt, und das ist ganz, ganz wichtig, wo ich den Kunden abschließe, bis hin zum ersten Zahlungseingang, ja, nur ein paar Stunden vergehen, ja, dann kann ich natürlich mit bezahlten Werbeanzeigen ganz anders arbeiten, weil hier der Sales-Zyklus ja so stark verkürzt ist im Vergleich zu anderen B2B-Businesses, dass ich hier natürlich sofort wieder das gewonnene Geld sofort wieder damit meine Werbebudgets wieder füttern kann. Ja. Wenn ich aber jetzt halt in anderen Bereichen arbeite, im sogenannten, ich würde mal sagen, es gibt unterschiedliche Segmente des B2B, es gibt das sogenannte High-End-B2B, ja, so nenne ich das immer. Also dieser High-End-B2B-Markt, ja, wo ich quasi großen Industriebetrieben, ja, irgendwelche Softwareentwicklungsprojekte verkaufe, ja, da wo ich, wenn ich heute den Kunden close, ja, zum ersten Mal vielleicht in 6 Wochen Geld sehe und 5 Wochen oder sowas, ja, abgesehen vielleicht von einem kleinen Workshop für 1.000 Euro oder was, ja, aber so richtig Geld sehe ich vielleicht erst in ein paar Wochen oder vielleicht sogar erst in ein paar Monaten, ja, dann ist es natürlich so, dass ich dann immer sozusagen in Vorleistung gehen muss. Und wenn ich jetzt halt sozusagen sowieso schon, und jetzt kommt das Zweite dazu, zum Sales-Zyklus kommt die Marge, jetzt dann auch nicht irgendwelche Produkte verkaufe. Wir gehen jetzt wieder zurück zu diesem Coaching- und Consulting-Services und so weiter und so weiter, da die wiederum bezahlte Webanzeigen hier als Nummer 1 ansehen, aber ihre Kunden letztendlich ja auch nur Coaches sind, die in der Regel nur sehr selten 1:1 Coaching machen noch. Ja? Mit anderen Worten, die verkaufen nicht mehr Geld für Zeit. Ja? Wenn du jetzt als Softwareentwickler eine Dienstleistung hast, wo du letztendlich Zeit für Geld verkaufst, mit anderen Worten, letztendlich entweder deine eigene Zeit für Geld, wenn du Freelancer bist, oder die Zeit für Geld deiner Mitarbeiter, ja, dann hast du hier eine ganz andere Marge, also viel weniger Marge. Du gehst mit einer ganz anderen Menge in Vorleistung. Ja. Du musst zudem vielleicht auch noch ein bisschen länger warten, bis irgendwann mal eine Zahlung eintrifft. Und deswegen kannst du hier mit bezahlter Werbeanzeige, musst du viel, viel vorsichtiger haushalten mit Budgets für bezahlte Werbeanzeigen. Selbst wenn sie super top und geil funktionieren, ja, kann es sein, dass du den Return Invest für deine bezahlte Werbeanzeigen erst vielleicht Monate später dann irgendwann mal so richtig siehst. Und genauso wie du eben auf Knopfdruck bei Google Ads, bei YouTube Ads und bei Facebook Ads auch Kunden gewinnen kannst, genauso kannst du auf Knopfdruck auch dann dort dein Budget erhöhen. Und Google und Facebook nimmt es immer sehr gerne entgegen. Ja, also ich kann dir eins versprechen, egal wie hoch dein Budget gerade ist, weil dann, wenn du vielleicht schon eine bezahlte Google-Werbeanzeige oder ähnliches eben laufen hast, egal wie hoch da gerade deine Google-Budgets, Werbebudgets sind oder deine Facebook-Werbebudgets, also Google ganz besonders, weil wir permanent auch mit Google arbeiten, ich selber für meine Produkte und Dienstleistungen hier auch, ja, kannst du davon ausgehen, dass Google immer sagen wird, ja, du hast jetzt aktuell ein Budget von, was weiß ich, 250 Euro. Du kannst auch gerne auf 500 Euro erhöhen. Ja, kannst du sofort machen per Knopfdruck. Ja, der sogenannte Knopfdruck geht nämlich auch in beide Richtungen. Ja, in Richtung Kundengewinnung, aber auch in Richtung Budgeterhöhung. Ja, und da ist eben die Gefahr, dass ein, sagen wir mal, ein etwas unerfahrener, ja, Experte oder Agentur oder auch Inhaber oder wenn du es selber machst, irgendwelche internen Mitarbeiter, einfach mal kurz den Ratschlag in Anführungsstriche von Google oder Facebook und Co. befolgen und einfach mal klicken, ja, und dann einfach mal das Werbebudget erhöhen. Naja, kommt ja auch doppelt so viel dabei rum, ist ja cool. Ja. Aber dann ist halt ruckzuck viele 10.000 Euro Werbebudget weg, ja, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Und ich habe das, ja, ich habe schon jahrzehntelang mit Google Ads gemacht, wo die meisten aktuellen Coaches und so weiter vielleicht noch gar nicht auf der Welt waren. Und war jetzt nicht diskriminierend gedacht, sondern es ist letztendlich einfach nur ein Fakt. Und da habe ich so viele Startups und so weiter kommen und gehen sehen und wurde dann öfter mal auch als Freelancer, ich war hauptsächlich als Freelancer unterwegs, gebucht, ja, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland und so weiter, weil letztendlich die internen Mitarbeiter schon so viel Murks gemacht haben, ja, meistens auch irgendwelche chaotischen Kampagnenstrukturen, ja, und dann wurde da irgendwie 10.000 Euro mit der Kreditkarte bezahlt für irgendwelches Google Ads und dann war plötzlich die Kreditkarte ständig
geschlossen. Ja, die Kreditkarte didn't work anymore. Ja, und dann haben sie mich gewundert, okay, warum? Ja, weil Google schon wieder so viel mehr Geld abgebucht hat. Ja. Also, und wir reden hier von 10.000, 20.000 Euro, was für Google Peanuts sind. Ja, und wenn du jetzt ja noch am Anfang stehst, wenn du jetzt ein Freelancer bist, wenn du jetzt gerade das gegründet hast oder wenn du nur ein paar Mitarbeiter hast und so weiter, ja, dann sind für dich 10.000 Euro, 20.000 Euro Google Ads eine Menge Kohle. Auf der anderen Seite muss ich jetzt noch eins hinzufügen, ehrlich gesprochen, ich habe auch dieses Jahr viele Anfragen gehabt von Softwareentwicklern, die mir mitgeteilt haben, dass sie bereits Google Ads Kampagnen, Agenturen und so weiter eben haben und nutzen, aber es eben nicht so wirklich funktioniert hat und dann entschlossen sich haben oder in dem Prozess des Entschlusses waren, ja, das Ganze wieder in-house zu machen. Da habe ich gesagt, okay, mit welchem Budget, das ist die erste Frage, mit welchem Budget haben die denn gearbeitet? Und dann hieß es, naja, 800 Euro im Monat. 800 Euro im Monat für Google Ads. Ja, dass da nichts bei rumkam für eine Zielgruppe wie Softwareentwicklung, ja, also wo du auf Keywords bietest, die teilweise 20, 30 Euro pro Klick kosten, ist ja auch irgendwo klar. Ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was wiedergeben, rausholen und klarifizieren. Ich werde noch einen zweiten Teil für dieses Video machen. Wenn du Interesse hast an diesem zweiten Teil, dann abonniere doch am besten meinen YouTube-Kanal oder klick einfach mal den Daumen hoch und abonniere die Glocke und so weiter. Dann sehen wir uns im nächsten Video zu diesem ganzen Thema Werbeanzeigen, bezahlte Werbeanzeigen versus organischer Content. Ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für viele, viele Leute, also nicht nur aus der IT-Branche, sondern generell. Aber insbesondere in der IT-Branche natürlich hast du nochmal zum Abschluss, wiederhole ich gerne nochmal, es hängt, beides ist jeweils gut oder nicht so gut, hängt immer davon ab, wie lange ist dein Sales-Zyklus, okay, und wie hoch ist deine Marge. Ja, und wenn du jetzt ein Coach bist, der Gruppencalls hat, ja, und quasi super skalieren kann und so weiter und so weiter, das ist eine andere Geschichte. Und das mag sein, dass du auch Softwareentwickler bist. Das hat mit der Profession oder mit deinem Skillset weniger zu tun. Es hat mit deinem Geschäftsmodell zu tun. Okay? Das hätte ich jetzt vielleicht auch noch, hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das hat nichts damit zu tun, dass du Softwareentwickler bist oder nicht. Du kannst als Softwareentwickler, wenn du Coach bist, ja, 100 Leute auf gleichzeitig in einem Live-Call coachen, dort über eine Vorauszahlung in die Leute ins Coaching holen, über ein Abo-Modell oder ähnliches, ja, hast du einen sehr kurzen Sales-Zyklus unter Umständen, ja, und eine relativ hohe Marge, weil du ja letztendlich One-to-Many machst. Aber du kannst gleichzeitig ein Softwareentwickler sein, also letztendlich die gleiche Profession, die gleiche Skillset haben und so weiter und ein Agenturmodell fahren, wo du sagst, okay, ich verkaufe Leute oder die Zeit meiner Leute und so weiter. Du kannst gleichzeitig wiederum ein Softwareentwickler sein mit dem gleichen Skillset, gleicher Profession und dich dazu entscheiden, ein Softwareprodukt zu bauen und das dann zu skalieren und zu lizenzieren und dann hoch zu skalieren. Ja? Wieder ein anderes Geschäftsmodell. Bist jedes Mal exakt der gleiche Softwareentwickler. Ja? Also auch da nochmal kurze Erinnerung daran, es hängt vom Geschäftsmodell ab. Saleszyklus und Margen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Und wenn du Interesse hast, mit mir vielleicht kurz ins Gespräch zu kommen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt das erste oder das zweite oder das dritte Geschäftsmodell oder noch ein irgendein anderes Geschäftsmodell, das ich jetzt nicht gerade erwähnt habe, bin Softwareentwickler und ich hätte gerne kürzere Saleszyklen, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, die ich weiß, die du noch nicht weißt, dann komm zu mir in die Strategie-Session oder halt auch Margin. Ja? Also ich bin ein sehr, sehr guter Negotiator. Meiner ganz großen persönlichen Stärken ist Negotiation, also Verhandlungen, Preise, bessere Preise rausholen, höhere Margen rausholen. Da, demzufolge kann man da auf jeden Fall auch immer noch was machen, egal welches Geschäftsmodell du hast. Du musst jetzt nicht unbedingt das Geschäftsmodell ändern. Du kannst auch das Geschäftsmodell, das bestehende, wo du gerade hast, auch versuchen, mit Hilfe eines Experten wie mir zu optimieren. Okay? Dann sehen wir uns im Live-Call, in der Strategie-Session. Ja, oder Live-Call dann über Zoom. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao, ciao. Und den Daumen hoch nicht vergessen. Ja, gib mal den Daumen hoch, dieses Video. Und abonniere mal bitte den Kanal. Ja. Und die Glocke aktivieren, ja, weil sonst YouTube das nicht versteht, dass du den Kanal abonnieren hast und auch gerne die neuesten Videos möchtest. Okay, bis dahin. Ciao.